Genau. Und weiter geht's mit Reclaim TikTok. Beziehungsweise wir fangen an in einer Welt voller Wunder. Stellt euch vor, es gibt einen Ort, an dem ihr sagen könnt, was ihr wollt. Stellt euch einen Ort vor, an dem alle euch zuhören. 20 Millionen Menschen in Deutschland, 450 Millionen Leute sogar, wenn ihr auf Englisch redet, weit, weit. Und was ihr machen könnt, ist ganz frei sein. Es gibt keine Zensur. Ihr könnt die Geschichte neu schreiben und neu erfinden. Ihr könnt LGBTIQ-Inhalte unterdrücken. Und ihr könnt Verschwörungstheorien weiterentwickeln und groß ausbreiten. Wir brauchen nämlich keine KI für Fake News, denn wir haben TikTok. Und das haben auch einige Parteien erkannt. Naja, wenn ihr jetzt mal da hochguckt, seht ihr, eine Partei hat das sehr, sehr gut erkannt. Andere nicht so. Ein bisschen komisch, wenn man jetzt guckt, die Piratenpartei, eigentlich ja eine, die total viel mit digitalen Sachen machen und dann so wenige. Was ist da los? Wahrscheinlich, eventuell, denken sie so wie viele Leute, TikTok, Datenschutzregeln sind echt grauenvoll, da gebe ich mich nicht mit ab, Inhalte sind mir zu seicht. Aber Jugendliche benutzen TikTok. Jugendliche sind in den meisten Statistiken Leute zwischen 16 und 24 und die sind 3,5 Stunden pro Tag am Handy. Steht in den Statistiken. Aber davon immerhin also 1,5 Stunden auf TikTok, 95 Minuten pro Tag. Und das ist eine relativ lange Zeit, um einem AfD-Typen zuzuhören, würde ich jetzt mal sagen. Viele Leute fragen sich dann, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Wahlergebnissen und dem Erfolg der AfD bei TikTok? Magdalena Hess, auch Maggie genannt, jetzt neu bei TikTok, sagt ja. Sie kommt ursprünglich aus Offenbach, studiert in Berlin. Offenburg. Okay. Ihr könnt ja zählen, wie oft ich einen inhaltlichen Fehler mache und dann irgendwann ein Trinkspiel daraus entwickeln. Jedenfalls ist sie seit 2019 bei Fridays for Future aktiv. Sie ist Aktivistin und organisiert Demos und Kampagnen zum Klimaschutz und Demokratie, weil das für sie Sachen sind, die einfach zusammengehören. Sie ist Mitinitiatorin von Reclaim TikTok und hat sich extra dafür einen TikTok-Account gemacht. Leute, ich denke, das gebührt einen krassen Respekt. Und sie erzählt uns jetzt, was ist der Plan. Hi und erstmal herzlich willkommen. Ich wurde ja schon vorgestellt. Genau, ich komme von der Kampagne Reclaim TikTok und die ist tatsächlich gar nicht entstanden, dass wir unbedingt was mit TikTok machen wollten, sondern eher, dass wir irgendwie nicht dran vorbeigekommen sind. Der Hintergrund oder warum wir darauf gekommen sind, waren vor allem die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Und ein Trend, der da ganz, ganz stark auffällt, ist, dass die AfD bei jungen Wählern unglaublich weit angestiegen ist. Also viel, viel stärker als bei allen anderen Altersgruppen praktisch. Sie hat zwar nicht unbedingt mehr Wähler in dieser Altersgruppe, aber der Unterschied zu den letzten Wahlen ist einfach extrem frappierend. Und ja, aus Sicht der Klimabewegung hat uns das erstmal sehr viel Sorge gemacht, weil wir in dem Sinne ja eigentlich diese jungen Leute auf unserer Seite hatten. Junge Menschen haben gerade bei den letzten Europawahlen mehrheitlich progressiv gewählt. Und wir haben uns schon auch irgendwie dann sehr viel gefragt, woran das eigentlich gelegen hat. Und ja, ein wichtiger Punkt ist dafür ganz klar TikTok gewesen. 90 Minuten am Tag verbringt eine Person in meinem Alter damit im Schnitt und guckt sich Videos an. Relativ breit verteilt auch auf Geschlecht und so weiter. Ältere Menschen weniger, jüngere Menschen mehr, wobei auch immer mehr ältere Menschen TikTok nutzen. Österreich und Schweiz tendenziell weniger, gleichzeitig leben da auch viel weniger Menschen. Insgesamt gibt es 28,7 Millionen registrierte Nutzer, wahrscheinlich sind es eher 25 Millionen individuelle Accounts, allein das sind aber trotzdem ja, viel zu viele. Und gleichzeitig sind 70% der größten Accounts, also 7 der 10, von der AfD und erreichen mit am meisten Menschen. Man kann natürlich auch gleichzeitig sagen, da sind viele Bots im Spiel. Schätzungen gehen von so 50.000 Bot-Accounts aus, die diesen rechten Accounts folgen. Nichtsdestotrotz, da wird auch sehr viel organischer Traffic dabei sein. Also sehr, sehr viele normale Menschen, die sich das auch angucken und die der Partei da folgen. Die machen das ganz, ganz strategisch und ganz klug. Also die AfD hat mit als erstes verstanden, was dieses soziale Netzwerk ihnen bringen kann. Genauso wie die es bei Twitter sehr früh verstanden haben. Und haben sich koordiniert darauf abgestimmt, TikTok als Medium ganz gezielt zu nutzen. Die Arbeit ist darauf ausgelegt. Die haben mehr oder weniger wirklich Büros, die darauf hinarbeiten, Content zu produzieren. Die halten Reden, die darauf abgestimmt sind, besonders gute Kurzclips zu ergeben. Und regen ihre Mitglieder, ihre Aktiven dazu an, eben auch Videos auf TikTok hochzuladen.
Kommunikationsinfrastruktur, wie immer bei Rechten, ganz viel Telegram. Die haben da ihre kleinen Kanäle oder großen Kanäle, in denen dann zwischen 1500 oder teilweise auch fast 70.000 Leute sind, die halt Tag für Tag rechte Propaganda fressen, die schon TikTok-gerecht aufgearbeitet ist. Da sind dann so schöne Screenshots von irgendwelchen Bildartikeln oder sowas oder auch direkt Videoclips, die praktisch direkt darauf vorbereitet sind, gute oder klickbare Inhalte für TikTok zu ergeben. Und so ist dieses Netzwerk dann aufgebaut. Besonders perfide merkt man das auch bei dieser TikTok-Guerilla. Das ist so eine Gruppe von einem ehemaligen Mitarbeiter von Maximilian Krah. Kennt ihr vielleicht, Spitzenkandidat zur Europawahl war der. Und der hat praktisch eine Gruppe gemacht, in der der einfach Videosnippets von Reden, Vorträgen rechter Politiker teilt, die ihm nur noch zusammengeschnitten werden müssen und dann halt massenhaft rausgehauen werden, bis der Algorithmus sie halt irgendwann annimmt. Und es ist auch nicht wirklich nur organischer Traffic, der da passiert, denn die regen das auch ganz, ganz gezielt mit sehr viel Geld an. Unter anderem verlosen die regelmäßig in diesem Kanal Smartphones für die erfolgreichsten Videos, die dann mit rechten Politikern geteilt wurden. Das war jetzt kurz vor der Wahl tatsächlich. Und das klappt ziemlich gut. Da kommen wir so ein bisschen ins Spiel, denn es war Europawahl und wir von Fridays for Future saßen ein bisschen so da und haben uns gefragt, was tun wir jetzt eigentlich, um unsere Leute wieder zurückzuerreichen mit den Botschaften, die wir raussenden wollen über Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und aber auch einfach generell inhaltlicher werden und genau sind dann auf TikTok gelandet. Wir hatten keine Ahnung davon, wie TikTok funktioniert. Die meisten Leute, die bei der Kampagne mitgemacht haben, hatten davor auch aus Überzeugung keinen TikTok-Account, mich eingeschlossen. Aber irgendwann sind wir nicht mehr dran vorbeigekommen und haben angefangen, ja, ganz viele Kurzvideos zu produzieren. Das sind so ein paar Beispiele von Videos, die irgendwie hochgegangen sind. Und haben sehr schnell gemerkt, dass man auch gute Themen auf TikTok viral machen kann. Es definitiv die richtigen Menschen erreicht, aber gleichzeitig die politische Landschaft auf TikTok ein absolutes Desaster ist. Die Kommentare sind katastrophal. Es sind sehr, sehr viele auch koordinierte Hassnetzwerke da. Wenn man einmal in die falsche Bubble reingespült wird, dann gibt es da praktisch keinen Kommen und dann ist das auch einfach eine Flut, die man fast nicht mehr vermeiden kann. Leute, die aktiv Twitter nutzen, kennen das, glaube ich, schon. Aber für die anderen war das schon auch kind of ein Schock. Eine ganz krasse Sache war, dass es auch sehr, sehr kurz gedauert hat, bis wir dann auch selber in diesen rechten Telegram-Kanälen gelandet sind und diese Hasswelle dann auch sehr, sehr gezielt auf unseren Hashtag draufgeladen wurde. Genau, das ist ein Video von mir im Kanal von Martin Sellner, das haben die dann geteilt. Ich musste mich dann erstmal sehr viel mit Sicherheit beschäftigen, war eine wilde Zeit alles in allem. Unter anderem ist es ja auch einfach so, dass über TikTok richtig schnell sehr viele persönliche Daten trackbar sind. Ich habe das Gefühl, bei mir war das schon dadurch, dass ich da so später drauf gekommen bin, nicht mehr ganz so ein großes Thema. Aber wir mussten dann irgendwann unseren ganzen, vor allem auch Mitaktivistinnen, die wir auf die Plattform gebracht haben, sehr, sehr viel dazu beibringen, dass sie zum Beispiel nicht aus ihrem Fenster filmen sollten oder nicht ihren Tagesablauf zeigen, nicht zeigen, in welche U-Bahn-Station sie einsteigen und so weiter, weil das einfach auf TikTok sehr gut nachverfolgbar ist, wie auf jedem sozialen Netzwerk, aber da halt dann auch mit einer sehr schnell sehr großen Reichweite. Der Punkt, warum, was ich super spannend finde, ist ja auch, wie diese Arbeit auf TikTok sich dann auch gezielt auf die Wahlen auswirkt. Denn das fand ich am Anfang so ein bisschen Mysterium, weil einerseits klar, die machen da irgendwie ihre Clips und so weiter. Der Punkt ist aber, die betreiben da ganz viel Agenda-Setting. Die entscheiden, über welche Themen viel gesprochen wird. Das kommt dann einfach öffentlich an. Das sind Themen, die Menschen mehr beschäftigen. 2019 war einfach sehr, sehr viel Klimaschutz im Vordergrund. Mittlerweile sind das aber auch Themen, die die AfD ganz gezielt bespielt, wie zum Beispiel halt eben Friedenssicherung, soziale Sicherheit, aber halt einfach auch ganz, ganz stark Zuwanderung hat 5% zugelegt. Das ist einfach einiges. Klima- und Umweltschutz ist richtig krass abgefallen. Das überspringe ich kurz. Nö, das war aber einfach noch das nicht so wichtig gewesen. Die Zahlen unserer Kampagne, vielleicht nochmal dazu, wie das Ganze dann am Ende abgelaufen ist. Wir haben einfach im Grunde Kettennachrichten rausgeschickt an Leute, die bei Fridays for Future in der Klimabewegung und so weiter unterwegs waren, haben die dazu eingeladen, auf TikTok zu gehen, haben die dazu eingeladen, eigene Videos zu produzieren, haben Gruppen aufgemacht, in denen wir eben unsere Botschaften nochmal kurz zusammengefasst haben und die dann dazu angeregt, eben selber aktiv zu werden. Am Ende unserer Kampagne, am Ende der Europawahl, standen wir bei 150 Millionen Views. Bis heute waren es 43.300 Videos, die unter dem Hashtag gekommen sind und genau einiges an Interaktionen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass auch die Reichweite je Video sich mit der Zeit richtig stark gesteigert hat. Am Anfang waren wir 2.000, mittlerweile sind es 4.500 im Durchschnitt. Mitgemacht haben ja etwa knapp 2.000 Accounts.
die meisten einmal, die mehr, aber einige halt eben auch sehr häufig, und eben etwa 60 waren dann irgendwann auch sehr aktiv dabei. Das sind vor allem die Klimaaktivistinnen eben gewesen. Demografie eher weiblich als männlich und genau, mehrheitlich junge Leute unter 30. Hier, das fand ich ganz spannend, da haben wir ein bisschen getrackt, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat mit unseren Views. Die pinke Kurve ist die Anzahl, ist die Menge Views. Die gelben Balken sind die Menge Videos, die an den jeweiligen Tagen produziert wurden. Da sieht man auch, dass das mit der Zeit viel weniger geworden ist. Am Anfang waren es ja wirklich mehr oder weniger nur die Kernleute von Fridays for Future, die sich da hingesetzt haben, Videos zu machen. Irgendwann gab es da aber diesen Punkt, an dem das so richtig nach oben gegangen ist. Und der größte Peak war dann eben die EU-Wahl. Ich lasse die kurz eingeblendet. Da sind so einzelne Punkte drin, welche politischen Ereignisse sich damit assoziieren lassen. Das erste war das Video mit uns praktisch im Martin-Sellner-Kanal. Genau. Wupp. Das war, wie das Ganze emotional war, mehrheitlich neutral, paar negativ, positiv. Unsere Videos hatten generell eine sehr positive Kommunikation. Was wir über die Plattform TikTok gelernt haben, war auf jeden Fall, dass es nicht wirklich komplizierte Schnittprogramme braucht. Und das hat mich auch ziemlich erleichtert, weil das einfach sehr schön ist. Jeder kann mitmachen, jeder kann das nutzen, jeder kann Botschaften raussenden. Und es gab auch einfach einige Leute, die irgendwelche sehr alten, sehr klapprigen Handys genommen haben und plötzlich damit 500.000 Menschen für ein Video erreicht haben. Aufmerksamkeit ist praktisch alles. Es geht weniger darum, und das ist auch ein bisschen tragisch, Leute zu begeistern, mitzureden, reißen oder zu überzeugen, sondern manchmal reicht auch einfach Provokation. Und je nachdem, welchen Inhalt man Aufmerksamkeit gibt, das macht im Algorithmus total viel aus. Und das ist auch der zentrale Faktor, ob Videos gut laufen oder nicht. Und viele aktive Nutzerinnen zu haben, ist viel wertvoller als wenige aktive Nutzerinnen zu haben. In dem Sinne, dass es weniger entscheidend ist, einzelne sehr große Influencerinnen zu haben, auf TikTok zumindest, und viel, viel entscheidender einfach, dass viele Menschen partizipieren und die Inhalte weiterteilen. Genau, das waren so ein paar Regeln, die wir über die Nutzung der Plattform rausgefunden haben. Sehr viel Masse machen, täglich Videos, häufig Videos raushauen. Sounds zu nutzen ist so ein bisschen der Hashtag von TikTok, ist auch lustig. Wir haben einen Hashtag benutzt, das war aber, glaube ich, primär, um Leute, die eigentlich mit anderen Plattformen familiär sind, so ein bisschen daran zu nähern. Eigentlich machen die auf TikTok gar nicht so viel aus. Interaktion ist das A und O. Videos auf TikTok sind oft sehr kurz. 15 Sekunden ist besser als 30 Sekunden. 30 Sekunden ist besser als eine Minute. Furchtbar, wenn man irgendwie komplizierte Inhalte runterbrechen will. Leider aber die bittere Realität. Für Populisten ist das natürlich gefundenes Fressen. Genau. Und alles, was man sagen will, immer wieder wiederholen, weil nur so kommt es durch. Unser Projekt lief insgesamt sehr gut, auch deutlich besser, als wir erwartet hatten. Die Art und Weise, wie Menschen an TikTok rangetreten sind, weg vom das gibt's halt und es ist schlecht, hin zum es ist ein notwendiges Übel und es den Rechten zu überlassen, ist auf jeden Fall nicht unbedingt eine bessere Art und Weise, solange diese Plattform weiter existiert. Wir haben angefangen, bessere Kommunikationsinfrastruktur dafür aufzubauen, im Sinne dessen, dass wir Leute genommen haben, den Workshops gegeben haben, den Gruppen zusammengefügt, dass sie sich eben auch gegenseitig ein bisschen austauschen konnten. Und wir konnten auch einfach, je nachdem, echt gut Themen viral machen. Über die Flutkatastrophen zum Beispiel haben wir auch sehr, sehr koordiniert halt dafür gesorgt, dass Menschen, die aufgreifen, thematisieren, was es mit der Klimakrise zu tun hat und so weiter. Auf der anderen Seite war es ein echt heftiges Thema, eigene Themen dahin zu bringen. Denn Anti-AfD und vor allem so gesehenen linker Populismus hat viel besser funktioniert als die längeren und komplizierten Videos, in denen wir uns auch unseren Sachverhalten angenähert haben und versucht haben, irgendwie eigenes Agenda-Setting zu betreiben. Unsere eigenen Accounts aufzubauen, das kriegt man, glaube ich, in so einer kurzen Zeit einfach nicht unbedingt hin. Und vor allem mit den großen, professionell betriebenen AfD-Accounts, hinter denen sehr, sehr viel Geld steckt, war es erstmal sehr, sehr schwer irgendwie zu konkurrieren. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es uns bisher gelungen ist, viele Menschen von die AfD gewählt haben oder sowas aus der AfD-Bubble rauszuholen in dem Sinne. Was wir geschafft haben, war mehr oder weniger die progressive Bubble aufzubauen und erstmal den Menschen, die auf TikTok, die nicht recht sind, sozusagen politisches Zugehörigkeitsgefühl zu geben und die weniger alleine zu lassen irgendwie. Und auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die schon länger irgendwie auf TikTok über demokratische Inhalte sprechen, haben sich dann auch an mich gewendet und eben gesagt, dass das Klima einfach deutlich besser geworden ist mit der Zeit, mehr nette Kommentare gekommen sind, mehr konstruktive Diskussionen und so weiter. Deswegen arbeiten wir auf jeden Fall noch ein bisschen daran, dass das Ganze besser wird, vor allem in Bezug auf die Bundestagswahl. Gleichzeitig TikTok ist insgesamt noch ein riesiges Problem und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aus unserer Kampagne rausgezogen haben, dass das alles ganz, ganz toll und leicht
reclaimbar ist in dem Sinne, sondern dass es wirklich einfach, also dass Rechte einfach ganz viele organische Vorteile mit dieser Plattform haben und auch nach wie vor unklar ist, inwieweit auch die Plattform da direkt eingreift, um Inhalte, die von rechts kommen, nach vorne zu boosten. Und das macht mir persönlich auch einfach echt viele Sorgen. Ja, ich glaube, ich starte jetzt mal direkt mit den Fragen, einfach weil ich es auch super spannend fände, was euch daran so ein bisschen interessiert. Genau. Dankeschön erstmal für deinen tollen Vortrag, Maggie. Und jetzt Fragen. Hi, geht ihr mit den Erkenntnissen an Schulen und klärt die Zielgruppen auf? Wir sind auch an Schulen gewesen. Wir waren jetzt vor allem tatsächlich viel, wir haben eine Uni-Tour gemacht und wir machen auch Workshops an Schulen. Das ist generell halt natürlich total schwierig, weil der Kern-Orga-Teil von Reclaim TikTok sehr klein ist. Wir sind vielleicht zu 10 oder sowas. Es gibt viele Leute, die mitmachen, aber von den Ressourcen her kann man das leider auch nicht stemmen. Und es ist einfach extrem schwierig, mit einer ehrenamtlichen Struktur gegen diese hauptamtlichen Gegenstrukturen anzukommen. Aber ich versuche sehr irgendwie auch mit Trägerinnen von so Bildungseinrichtungen und sowas ins Gespräch zu kommen und denen ein bisschen zu erklären, was da eigentlich alles abgeht, eben weil das auch einfach teilweise noch überhaupt nicht im Bewusstsein drin ist. Und ich hoffe, dass das dadurch so ein bisschen indirekt sich weiterträgt. Ja, also vielen Dank erstmal für die Arbeit, dass ihr das auch überhaupt als Versuch unternommen habt. Meine Frage wäre jetzt, ob ihr vielleicht schon aus der Wahlforschung irgendwie eine Rückmeldung bekommen habt, ob quasi das 1:1, wenn jemand besonders viel auf TikTok ist, egal ob er jetzt euren Content, sag ich mal, ausgesetzt war oder den anderen, ob das auch wirklich sich in einer Wahlentscheidung quasi niederschlägt. Das Ding ist, dass sowas ja immer total schlecht trackbar ist. Es gibt eine Studie von Anfang des Jahres, die zumindest zeigt, dass Leute, die viel Zeit auf TikTok verbringen, eher die AfD wählen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass es einfach eine Plattform ist, die für AfD-Wählerinnen besonders attraktiv ist, weil da so viel rechter Content ist und sich das einfach deshalb so entscheidet. Also da ist einfach der kausale Mechanismus nicht wirklich gut erforscht. Generell Forschung zu all diesen Themen ist in Deutschland super schwach. Leider. Du hattest auf deiner letzten Folie Message Discipline als quasi eine Problemstellung aufgeführt. Wie äußert sich das dann? Naja, das bedeutet einfach, dass wir alle natürlich sehr viele verschiedene Positionen vertreten. Das ist ja auch ein Vorteil im demokratischen Lager. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die AfD einen riesigen Vorteil dadurch hat, dass die, wenn die ein Thema setzen wollen, auch alle eine Woche lang nur über dieses Thema sprechen und immer wieder dieselben Messages benutzen, dieselben Forderungen in den Vordergrund stellen und darüber es halt einfach schaffen, diese Themen auch einfach auf die Agenda zu bringen und politische Entscheidungsträgerinnen dazu bringen, sich mit diesen Forderungen auseinanderzusetzen. Und das kriegen wir in der Form gerade, glaube ich, einfach noch nicht hin im digitalen Diskurs. Das ist auch ein bisschen tragisch. Ich finde das auch nicht unbedingt gut, dass man das in der Form halten muss, aber ist, glaube ich, schon ein Punkt, wenn wir dagegen halten wollen. Ja, vielleicht noch Nachfrage dazu dann. Würdest du sagen, dass das vielleicht dann eher eine Aufgabe für beispielsweise politische Parteien oder insgesamt demokratische Institutionen mit eben dem nötigen Unterbau ist, dagegen zu halten, sage ich mal, mit eben ja, so strukturierteren Prozessen? Komplett. Ich glaube, auch Parteien sind da einfach absolut in der Verantwortung. Und ich glaube, die haben das strukturell einfach komplett verpennt, da diese Mitgliederaktivierung auch zu machen. Das Tolle ist ja, dass Parteien sich auf sehr viel mehr Dinge einigen können im Regelfall. Parteimitglieder sich in sehr viel mehr Dingen einig sind, als es Leute sind, die in der Klimabewegung zusammenkommen und im Wesentlichen einfach nur das eine Klimathema praktisch gemeinsam bearbeiten. Deswegen definitiv Kommunikationsinfrastruktur von Parteien ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Dass sie ja eben auch ihre eigenen Kanäle aufbauen, dass sie ihre eigenen Mitglieder im Loop halten, dass sie, wenn es mal brennt oder wenn einfach ein Thema besonders wichtig ist, dann halt auch eben ihre Leute dazu anregen, sich selber im Diskurs einzubringen. Ja, das ist meine gute Ansage. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich sie jetzt in den Feierabend entlassen. Aber wenn ihr später noch Fragen habt und euch jetzt nicht traut, Maggie ist auf jeden Fall noch ein bisschen da. Ja. Was ich noch gegen Ende sagen wollte, war auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, Leute gehen bei dieser TikTok-Kampagne immer davon aus, dass ich TikTok irgendwie gut oder wichtig oder sinnvoll finde oder sowas. Ich persönlich finde das ganz furchtbar und schrecklich und ich halte dich da nur gezwungenermaßen auf. Und wenn irgendwo ein Impuls kommt, um auch diese Plattform zu verbieten, dann würde ich mich da tendenziell anschließen, einfach auch, weil
Datensicherheit und so weiter dann ein absolutes Desaster ist und dieser Algorithmus einfach nicht offengelegt ist und dementsprechend komplett unklar ist, wo da eingegriffen wird. Das ist eine komplette Katastrophe eigentlich, dass sowas da so frei unterwegs ist. Ja. Dankeschön.